Es gab ja im letzten Jahr schon diese Challenge 18 für 2018, wo man sich wirklich 18 Bücher für das Jahr vorgenommen hat. Und in diesem Jahr wollte ich gerne bei der Challenge mitmachen, nur dass es eben diesmal 19 für 2019 sind. Und wenn euch interessiert, was ich mir für dieses Jahr so vorgenommen habe, dann bleibt dran. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich liebe Challenges, weil es mir hilft, immer den Sub abzubauen, den Sub im Auge zu behalten und man beschäftigt sich mit seinen Büchern, die man ja liebt. Und ja, ich möchte in diesem Jahr 19 Bücher in die Kamera halten, die ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Und ich werde ganz viele Bücher in die Kamera halten, die der erste Teil einer Trilogie sind, einer Reihe, weil ich die einfach mal mir vornehmen möchte und beenden möchte. Also es sind nicht tatsächlich nur 19 Bücher, aber dazu kommen wir gleich. Ja, ich fange direkt mal an mit einem Krimi, Thriller oder Krimi, den ich jetzt schon sehr lange auf dem Sub habe und ich denke, wenn ich den nicht endlich lese, verprügelt mich die liebe Annika. Und zwar geht es um Der Mann, der kein Mörder war. Und ja, der Kriminalfall ist jetzt, glaube ich, oder der Thriller, der ist jetzt, glaube ich, gar nicht mal so wichtig. Es geht hauptsächlich um Sebastian Bergmann, der ein richtig toller Ermittler sein soll. Ich mag ja normalerweise Ermittlereien nicht so sehr gern, bin da aber mit der Annika konform und sie hat mir den empfohlen und sagt, den muss ich lesen, weil Bergmann einfach mega spitze ist. Und es sind jetzt 5 Bände, 6 Bände schon erschienen. Ich habe wirklich nicht auf dem Schirm, wie viele erschienen sind, aber ich möchte mit dem endlich mal beginnen und dann mal gucken, ob die Reihe was für mich ist. Ebenfalls Buchtipp von der Annika, aber dieses Buch ist so prädestiniert, eine Subleiche zu werden. Also ich möchte es zwar lesen, aber das ist so ein typisches Buch, wo sich immer andere Bücher davor schmuggeln. Und zwar Bird Box, Schließe deine Augen. Ich habe mir das mal günstig auf Tauschticket gebraucht geschossen, deswegen ist es ein bisschen schief gelesen. Ist, glaube ich, ein Endzeitroman. Mallory ist hochschwanger, als immer mehr Menschen aus aller Welt von einem schrecklichen Wahnsinn befallen werden und sterben. Ja, soll richtig gut sein. Ich habe auch noch nichts Negatives über dieses Buch gehört. Auch ihr habt mir das schon ganz, ganz oft empfohlen. Und es ging auch eine Zeit lang auf BookTube herum und auch das wurde, also ich habe nur Positives gehört und hat gar nicht mal so viele Seiten. Also ich denke, das wird es auf jeden Fall bald. So, auch das nächste. Und zwar habe ich ja damals die Geschichte von Lilly Lindner gelesen. Und zwar, wie hieß denn das? Splitterfasernackt. Das habe ich ja damals gelesen, als es ganz neu war. Lilly Lindner ist eine Autorin, die ein ganz schlimmes Schicksal hatte und eine ganz schlimme Geschichte hat. Und ja, das ist jetzt, glaube ich, ein Roman von ihr. Da vorne war die Zeit und Lilly Lindner. Ja, sie hat ja nicht nur ihre Geschichte niedergeschrieben, sondern man hat da auch gemerkt, dass sie einen grandiosen Schreibstil hat, einen sehr poetischen Schreibstil, einen sehr schönen Schreibstil, den man sehr, sehr gerne liest. Sie kann mit Worten umgehen und aufgrund dessen möchte ich mich mal mit einem Roman von ihr befassen, beziehungsweise einen Roman von ihr lesen. Und hier geht es um die Menschen in der Stadt am Waldrand. Sie leben miteinander, sie leben nebeneinander, sie sind allein, sie sterben und doch hängen sie und ihre Schicksale alle zusammen. Also ich stelle mir da so ein bisschen so was Ähnliches vor wie vielleicht von Dirk Bernemann. Ich habe die Unschuld kotzen sehen, dass man so viele Kurzgeschichten hat und die dann ineinander übergreifen und miteinander sich verwickeln. Gucken wir mal. Es ist auf jeden Fall keine kleine Schrift und hat 270 Seiten. Weiter geht's mit einer Trilogie von Festa. Da halte ich euch mal den ersten in die Kamera und zwar Swan Song. Ist auch ein Endzeit und es ist schon ein bisschen Klopper. Und ich habe mich da jetzt auch gar nicht so sehr damit befasst. Hat fast 600 Seiten und es soll auch richtig gut sein. Ich habe da noch nichts Negatives drüber gehört. Und deswegen möchte ich das unbedingt lesen. Mein Festa-Sub ist eh ganz schön groß, weil jeden Monat neue Festas hier einziehen. Und ich die auch alle lesen und haben will. Also ich kann da nicht mal irgendwie selektieren. Und ja, deswegen freue ich mich auch sehr über diese Trilogie. Und ja, dann muss mal endlich eine Trilogie beendet werden. Die habe ich dieses Jahr, also 2018, habe ich die begonnen. Und zwar, ja, da habe ich mir jetzt
beide auf einmal gegriffen, ist ja egal. Und zwar diese Im Herzen Trilogie. Das ist so eine Jugendtrilogie, wo es drum geht. Die hat so Jugendgeschichte, Thrill-Elemente und auch so ein paar mystische Elemente. Es geht um Jugendliche, die halt ihr Leben leben und die haben so einige Fehler gemacht. Und dann gibt es die Furien, das sind drei Mädels, die üben da Rache aus und lassen diejenigen, die schlimme Fehler gemacht haben, eben büßen. Und da fehlt mir halt noch Band 2 und 3. Und die lassen sich richtig schnell lesen, muss ich sagen. Die haben so um die 400 Seiten, 350 Seiten, der hier. Und genau, 400 Seiten. Die lassen sich richtig schnell und gut lesen. Und ich denke, ja, die schaffe ich natürlich auch. Es wird übrigens keinen Want to Read im Januar geben, weil ich habe noch meine Insta-Challenge auch noch. Und ja, ist ja auch langweilig, wenn man immer so Want to Reads dreht, wenn man auch solche Videos drehen kann. Das habe ich auch schon sehr, sehr, sehr lang auf dem Sub. Da steht zwar Leseexemplar drauf, aber ich habe mir das bei Tauschticket auch geholt. Und zwar ist es auch eine Trilogie. Und die ist auch von einer Booktuberin sehr gefeiert worden. Aber ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Sie macht nämlich keine Videos mehr. In ihrer neuen Trilogie erschafft Catherine Pancol auf ihre unverwechselbare Weise ein vielschichtiges Kaleidoskop von Frauen, die unterschiedlicher kaum sein könnten, die aber eins vereint. Sie lassen sich nicht unterkriegen, egal wie übel ihnen das Leben mitspielt. Klug, scharfsinnig und liebevoll erzählt die Autorin von ihren wunderbaren Heldinnen, ihren Rückschlägen und Siegen. Ja, also jetzt zum Inhalt direkt steht da hinten drauf gar nicht viel. Schon mal schlecht, dass da ein Lesezeichen am Anfang des Buches ist, glaube ich. Das heißt, es wurde wahrscheinlich abgebrochen. Das schaut auch, es hat auch einen super guten Zustand und ich habe es mir ja gebraucht geholt. Aber wie gesagt, das Mädel, das das halt vorgestellt hat, die war richtig begeistert. Und fangen wir endlich mal damit an und dann fliegt es halt entweder raus oder nicht. Aber das habe ich halt auch schon fast ein Jahr hier rumfliegen. Und Paulo Coelho, Untreue muss auch hier, das wäre jetzt mein zweites Buch von ihm. Ich habe Veronika beschließt zu sterben, damals unglaublich gefeiert. Und hier geht es wohl um eine Frau, die halt einfach untreu ist. Und ich bin mal gespannt, wie sie mit dem Thema umgehen wird. Dieses Buch wird ja, wie gesagt, sehr gefeiert. Ich finde das Cover übrigens wunderschön. Also ich mag ja diese Diogenes-Romane total gerne und also vom Ausschauen her, weil das so weiß ist und mit diesen Kirschen drauf, gefällt mir einfach. Dann halte ich euch jetzt den Mega-Klopper in die Kamera, weil wenn ich den hier nicht auf die Liste setze, dann versuppt der wieder ewig. Ich will wirklich 2019 sowieso mal hier an meinem Sub-Problem arbeiten und zwar dieses hier. Ich habe es noch nicht gelesen und es ist schon rund gelesen, also es ist von der Bindung ja, weil es so viele Seiten hat, das Stand. Ich weiß, es ist von vielen, vielen der Lieblings-King und es haben schon viele von euch gelesen und mich geschimpft, warum ich es denn noch nicht gelesen habe. Und es steht auch gar nicht viel auf dem Klappentext. Ich denke mal, dass es so in Richtung S geht, dass wir hier ein zentrales Thema haben, in dem Fall ein tödliches Virus, das Amerika entvölkert. Und eine Handvoll Überlebende, die Zivilisation retten möchten. Aber ich denke halt, dass es im Vordergrund steht, wahrscheinlich nicht die Endzeit, sondern wirklich wieder die Personen oder so. Und es sind wirklich so viele Seiten. Aber ich bin Scope-Leser. Also ich habe ein Abo bei Scope schon seit Jahren und werde das dann als E-Book lesen, weil die Seiten sind papierdünn. Es ist kleine Schrift, es sind über 1700 Seiten. Ja, das wäre eine sehr ausgenudelte Ausgabe nach dem Lesen und außerdem ist es auch ganz schön schwer. Ja, ich freue mich aber sehr drauf und ich freue mich auch drauf, diese Reihe fortzuführen und zu beenden. Ich bin jetzt dann, das hier ist jetzt Teil 3, das ist die Green Mountain Reihe von Marie Force. Es ist eine Wohlfühlreihe um eine große Familie in Vermont und in jedem Band geht es um ein anderes Geschwisterteil und ich mag jetzt nicht jedes Mal eine Zusammenfassung des ersten Bandes erzählen, wo es um ein Stadtmädchen geht, die, also Cameroon, die dort eine Webseite für den Shop erstellen soll von der Familie und genau. Aber es ist halt so, dass die Reihe wahnsinnig toll ist. Ich kann sie nur empfehlen. Das ist so ein Wohlfühlbuch.
und so eine Wohlfühlgeschichte. Und ich freue mich jetzt sehr auf den dritten. Und ich denke mal, dass es insgesamt 9 oder 10 Bände werden müssten, wenn die Reihe fertig ist. Ich glaube, 7 sind jetzt erschienen. Aber ihr könnt mich auch gerne korrigieren. Ich möchte auch endlich mit der Kate Burkholder-Reihe von Linda Castillo anfangen, und zwar Zahlen der Toten. Vielleicht schaffe ich das noch im Dezember, und dann möchte ich eben, wir haben nämlich jetzt erst Anfang Dezember, während ich dieses Video drehe, vielleicht schaffe ich das noch im Dezember, ist aber unwahrscheinlich. Ich werde definitiv dann im Januar oder Februar mit der Reihe dann endlich beginnen. Und das sind ja auch schon 7 oder 8 Bände um Kate Burkholder, die erschienen sind. Kate Burkholder selber ist, glaube ich, bei den Amischen aufgewachsen und arbeitet jetzt inzwischen als Polizistin, als Ermittlerin, irgendwie sowas. Und aber auch bei den Amischen passieren Verbrechen. Da wird eben eine Leiche aufgefunden und es liegt halt nahe, dass sie da ermittelt, weil sie kennt sich ja da schon aus. Und die Reihe von Linda Castillo, die wird so unglaublich gefeiert und deswegen muss die auch endlich mal begonnen werden. Oh mein Gott, was habe ich mir für 2019 alles vorgenommen? Aber ich lese ja viel, ihr wisst es ja. So habe ich mir auch die Trilogie von Simona Arnstedt vorgenommen. Und da weiß ich gar nicht so richtig, worum es geht. Ich habe von Simona Arnstedt noch nichts gelesen. Band 1 und 2 habe ich schon da, weil die halt günstig bei Rebuy zu erwerben war. Den dritten müsste ich mir jetzt noch kaufen. Und zwar, sie ist die Erbin einer großen schwedischen Familiendynastie, eher ein Emporkömmling aus der Arbeiterschicht. Sie kämpft um Anerkennung ihres Vaters. Er hat nur ein einziges Ziel, ihre Familie zu zerstören. Das erinnert mich so ein bisschen an Endgame von Skywarren. Sein Plan ist es, sie auf seine Seite zu ziehen, aber ihre Loyalität ist unantastbar. Ja, es wird wahrscheinlich um Geld, Liebe und Sex gehen. Ja, was will man mehr in so einem Roman? Lassen wir uns hineinfallen. Dann, damit ihr mir das nicht mehr unter den Kommentaren schreiben könnt, dass ich es endlich lesen muss. Das ist eine Trilogie, es geht im Sommer, ist erst Sommer, dann Winter. Und es ist einfach eine Liebesgeschichte. Und ja, Emily und Elias treffen aufeinander und die hatten schon mal was miteinander, wenn ich das hier richtig lese. Und ja, ich bin mal gespannt. Also sie wurde wohl von ihm verletzt und die treffen wieder aufeinander. Deswegen dachte ich aufgrund des Klappentextes erst, dass das der zweite Band ist und der Winter der erste Band. Aber nö, das ist der erste Band und es wird so gefeiert von euch. Ich habe da auch noch nie was Negatives drüber gehört, über diese Liebesgeschichte. Ich kenne sogar einige Booktuber, die das doppelt gelesen haben, also gerereadet haben und auch beim zweiten Mal, also Coco Ruby zum Beispiel. Und die hat es nochmal gelesen und hat es beim zweiten Mal fast wieder genauso gefeiert. Und ich meine, hallo, ne? Also dann will ich das auch endlich lesen. Ich möchte nicht, dass es auf dem Sub versauert. Dann das nächste von Charlotte Lucas. Wir sehen uns beim Happy End. Ich glaube, das gibt es inzwischen schon als Taschenbuch, kann das sein? Weil ich habe nämlich von ihr Dein perfektes Jahr schon wahnsinnig gefeiert und gemocht, was mich auch sehr zum Nachdenken angeregt hat. Und dann musste das auch einziehen. Und hier geht es um eine Leseratte. Ella liebt Märchen, aber noch mehr liebt sie Happy Ends. Schließlich gibt es schon genug Schlimmes auf der Welt und wer braucht denn noch Geschichten mit schrecklichem Ausgang? Und so schreibt sie einfach um und gibt ihnen ein schöneres, nein, das richtige Ende. Und Oscar ist traurig, aber er weiß es nicht mal. Und dann trifft er auf Ella, die möchte, dass auch bei ihm alles gut wird. Nur kann man das überhaupt. Ja, es soll toll sein, märchenhaft, zauberhaft. Vielleicht sollte ich das sogar noch im Winter lesen, weil im Winter bin ich immer so ein Märchenstimmung. Es hat über 500 Seiten. Also, ja, aber es soll halt wirklich, also ich denke, dass mir das gefallen könnte und ich finde die Aufmachung wunderschön, ne? Dieser Schnitt ist schon ein bisschen kitschig, aber ja. Das andere, da habe ich auch das Hardcover, das ist so schwarz und hat auch so einen bunten Buchschnitt. Ich liebe sowas, ich liebe besondere Bücher. Dann, das hatte ich mir letztes Jahr schon vorgenommen, das zu rereaden und dann die 3 Bände, die ich da habe, zu lesen. Und zwar Reckless. Ich habe nämlich Band 2 und 3. Ich dachte immer irrtümlicherweise, dass das eine Trilogie ist von Cornelia Funke, ne? So wie die Tintentrilogie. Ist es aber gar nicht. Das habt ihr mir auch gesagt, dass Cornelia Funke einfach nur unglaublich langsam schreibt.
Ja, es gibt Band, also es gibt auf jeden Fall drei Teile von Reckless und es geht um eine Märchenwelt und wohl um, wie heißt denn der, zwei Brüder auf jeden Fall. Und Jakob oder Jacob kann, ich glaube, durch Spiegel gehen und in Märchenwelten schlüpfen oder so war das. Und er will irgendwie seinen Bruder auch retten. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie sich das genau verhalten hat, weil das habe ich mir damals geholt. Da ist es ganz neu erschienen. Und ich habe wirklich total vergessen, worum es genau da ging. Es ist auf jeden Fall wunderschön aufgemacht. Also vor jedem Kapitel haben wir hier so Zeichnungen, Illustrationen. Ne, das ist aber so typisch Cornelia Funke einfach, ne? Also vor jedem Kapitel. Die Kapitel sind auch nicht lang, also normalerweise, ja. Also das schaffe ich definitiv, wenn ich mich nur endlich mal drüber machen würde. 2010, ja, ist erst 8 Jahre her, das geht eigentlich noch. Schaut auch hier so schön aus. Ganz toll. Ja. Müsste ich mich nur endlich mal drüber machen und dann möchte ich halt dann also Trilogie ist es ja nicht, aber dann halt Band 2 und 3 dann gleich lesen. Dann habe ich die gelesen, wobei nur der erste Band so richtig toll sein soll, habe ich mir sagen lassen, aber okay. Dann habe ich noch eine Dilogie mir vorgenommen von Cecilia Ahern. Die ging ja auch durch BookTube, wie das neu erschienen ist, noch nicht. Du hast es auf Instagram gesehen, auf BookTube überall. Ist, eine, wie gesagt, eine Dilogie und das ist so was Dystopisches. Celestines Leben scheint perfekt, sie ist schön, bei allen beliebt und hat einen unglaublich süßen Freund, doch dann handelt sie in einem entscheidenden Moment aus dem Bauch heraus und bricht damit alle Regeln. Die lebt nämlich in einer Welt, in der alle perfekt sein müssen, glaube ich. Genau, und das ist so gefeiert worden und ich mag Cecilia Aherns Romane einfach nicht mehr so gern, weil das momentan, das entspricht nicht mehr meinem Lesegeschmack. Ich habe die auch komplett aussortiert von PS, ich liebe dich und wie die alle heißen und deswegen, und die neuen, die sprechen mich gleich gar nicht an, ihr zu erscheinen und deswegen will ich mal wissen, was sie aus einem Jugendbuch gemacht hat und ich habe da, glaube ich, auch noch nichts Negatives drüber gehört. Schauen wir mal, ne? Also, aber das ist sowas, das regt mich so auf, dass ich das noch nicht gelesen habe, weil ich so das Gefühl habe, dass ich was verpasst habe. Das ist so schlimm, wenn man irgendwie in allen Genres zu Hause ist. Genau, dann Dark Wonderland muss ich auch endlich mal lesen. Das ist der erste Band. Das liegt jetzt genau ein Jahr auf dem Sub und es reicht, weil ich bin der größte Alice im Wunderland-Fan ever. Und ich liebe alles, was irgendwie mit Alice im Wunderland zu tun hat. Und ich weiß, dass diese Reihe nicht so mega toll sein soll, dass es bessere Reihen gibt, aber ich möchte mich von der Welt verzaubern lassen und selbst wenn das jetzt nicht so super spannend oder so mega gut ist, ich hoffe, dass mich die Sprache überzeugen kann und ich hoffe, dass die Welt trotzdem so ein bisschen Alice im Wunderland-like ist. Das würde mich sehr freuen. Und ja, es ist einfach so eine Alice im Wunderland-Adaption. Ich habe mir jetzt gar nicht mehr den Klappentext durchgelesen. Und dann habe ich noch etwas, das liegt schon so lange auf dem Sub. Das ist der einzige Fitzek, den ich nicht gelesen habe und ich weiß nicht mal warum. Ich habe von ihm die Blutschule gelesen sogar. Ich habe alle Bücher, die von ihm je verlegt worden sind, gelesen, wirklich. Nur das nicht. Und das ist so ein anderer Fitzek. Ich habe auch Noah von ihm gelesen, das war auch so ein bisschen anders. Da geht es um einen Schriftsteller. Der erfolglose Schriftsteller Max ist ein gesetzestreuer Bürger, anders als sein Bruder Cosmo, der in der Sicherheitsverwahrung einer psychiatrischen Anstalt sitzt. Hat Max sich noch niemals im Leben etwas zu Schulden kommen lassen, doch in wenigen Tagen wird er eines der entsetzlichsten Verbrechen begehen, zu denen ein Mensch überhaupt fähig ist. Nur dass er heute noch nichts davon weiß, im Gegensatz zu denen, die ihn töten wollen, bevor es zu spät ist. Ja, soll, also da scheiden sich ja die Geister. Ein paar sagen, es ist Premium gut und ein paar sagen, das war nix. Ich habe von ihm die Blutschule gelesen von Max Rode. Der Max Rode ist eben der Protagonist in diesem Buch und er ist ja Schriftsteller. Und dieser Schriftsteller hat, also Fitzek natürlich, hat ein Gruselbuch geschrieben, eine Gruselgeschichte, eine blutige Horror-Thriller-Geschichte. Habe ich gelesen, war total anders. Hat sich überhaupt nicht wie Fitzek gelesen, aber fand ich auch gut. Ne? Und ja, wie kann das noch auf dem Sub sein? Ich verstehe mich manchmal selber nicht. Ich bin wirklich so ein Fitzek-Fan. Ja, kapiere ich nicht. Und
Eine Subleiche muss gelesen werden. Völlig überbelichtet. Eine Subleiche muss gelesen werden, und zwar die Frau des Zeitreisenden. Selten wurde es so aufwühlend, so originell über die Liebe geschrieben. Ein Buch über die Schönheit, der Dauer und das Staunen, der Sehnsucht, eine Reise durch das Glück. Und das ist ein Buch, das nervt mich, weil ich gehe immer durch mein Regal und misste mal aus und denke mir, ich misste ja auch Subbücher aus, ne, wenn ich sie nicht mehr lesen möchte. Und dann fällt mir immer wieder dieses in die Hände und ich denke mir, ach nee, eigentlich hast du ja Lust, es zu lesen. Stellst es wieder ins Regal. Und ist es gelesen? Nein. So, das sind die 19 Bücher, die ich mir für 2019 vorgenommen habe. Ich bin mir zu 99% sicher, dass ich das auch schaffen werde. Weil, wie gesagt, ihr wisst es, ich lese wahnsinnig viel und ich bin der totale Challenge-Leser. Wenn ich mir eine Challenge setze, dann schaffe ich die auch. Und jetzt würde mich mal interessieren, ob ihr euch Lese-Challenges gesetzt habt für das Jahr 2019. Und wenn ja, natürlich welche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem Video. Wenn ja, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Abonniert mich fleißig, freut mich. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye, tschüss.